Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ach, mein Bauch. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Chor A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Chor B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Wir müssen hier lang. Das wäre ein schwerer Schlag für Schindler. Da seid ihr ja! Verbreitet hey, die Meldung, drüben. Dass es sich um einen Fehler gehandelt hat. Los! Alle auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge! Alles klar? War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Bohrer! Zeig mal. Hosen runter. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Bloße Verbrennung. Oh, der klappt so auf dem Hintern, der soll noch gut. Ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Okay, Abzug. Rückkehr in die Slums. Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung. Oh Mann, das wollte ich schon lange mal ausprobieren. So, jetzt hier vorbei an den ganzen Gardisten von Shinra. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das ein Zufall? Zur Durchführung ja, ein dummer Zufall. Wenn unsere alte Gruppe aktiv wird, kann das nur Ärger geben. Darum ist schon schwer genug, ohne dass sie dazwischen kommen. Ich habe gehört, es hätte einen Angriff gegeben. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Es gab keinen Angriff. So. Oh, die Oma ist gut. Die Oma ist gut. Erstmal so, ey, geh mal weg. Mit Stock hier, mit dem Besen, erstmal gegenhauen. Wie süß. Komm schon, hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff Glau war ein voller Erfolg. Jetzt kann deine nächste Mission nichts schief gehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten. Wie? Klaus meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Klaus gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Echt? Ja, wir dürfen ja ihm gegenüber Jesse ja nichts sagen. Platte, Grenzbereich. Na, und ich erst. Ah, zwischen den Sektoren sind wir jetzt gerade. Und unter uns sind die Slums. Ich glaube, es war hier. Bingo! Hä? Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme. Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Wird sicher lustig. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen. Bleibt diese Sache unter uns, okay?
Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Na? Gut, dann mal los! Spring schon! Cloud, bring Welch nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, Cloud, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Oh. Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Oh Mann. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Oh Mann, Jesse. Noch nicht. Warte, Clown! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Hui! Ganz ehrlich, ich würde es mich nicht trauen. Ich würde mich sowas nicht trauen, aber es ist so cool. Ich den hab mich Hosen da ganz schön blamiert. Verbrannt. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Das stimmt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja. Zusammen sind wir echt unschlagbar. Ach ja. Das war lustig. So, und schon sind wir wieder in den Slums von Sektor 7. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Na, ist schon gut. Mir nach! Okay. Ob Jesse und Biggs schon zurück sind? Hm. Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Ist was? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Das ist kein Problem. Ich denke mal, das lässt sich einrichten, wenn es direkt auf dem Weg ist. Bald kommt die so. Hier wohnt Biggs. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Na klar. Hab mich mit ihnen gestritten, weil ich aus Midgard bin. Ach, Wedge. Der hat ein ziemlich großes Herz und ist so liebenswürdig. In diesem Wohnheim lebt Jesse, aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Hm. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Oh Mann, Cloud. Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Na schön. Dann mal weiter. Wusstest du von der geheimen Arbeit im Reaktor? So, und hier in dieser kleinen Gasse, oh, da lebt tatsächlich Wedge. Oh, Kätzchen. Kommt, meine Kleinen. Kommt, kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Oh, süß. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der
Cloud ist ein ganz lieber. Oh Mann. Von hier aus seid ihr. Ach ja, Quatsch. Wie brav ihr seid. Ach ja. So, jetzt einmal zurück zu Jesse, denn uns fehlt ja noch unsere Belohnung. Da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Na dann. Hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Ach. Und weil Barriere. Du so toll warst, noch was extra. Ach Gott. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Oha. Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Irgendwie fliegen die Frauen alle aufs Cloud, ne? Ach komm, wir sagen einfach ja. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich habe auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jesse Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Was sind das alles für Sachen? Überlege, sagen mir nichts. Bist du süß, Cloud? Schon gut. Überlass alles einfach mir. Träum süß. Oh Mann. Von Sauerkraut. Träum süß von Sauerkraut. Ach du meine Güte. So, die Regeln der Slums. Meine Freunde können es. Erste Regel: Müde Männer werden mürrisch. ich glaube, hier müssen wir lang. Hallo. Gut. Tja, dann würde ich mal sagen, geht's wieder ab ins Bett. Die nächste Mission ist ja ohne uns. Mal gucken, was wir dann am nächsten Tag machen werden. So. Bis zum nächsten Tag schlafen. Ja? Warst ziemlich lange weg. Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch. Tifa. Ach ja. Vergiss all deine Sorgen. Oh oh. Cloud! Was ist los?
Ach du. Scheiße. Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Bereit? Immer. Schnell. Ja dann, unbekannte Kreatur. Und Tifa ist wieder der Gruppe beigetreten. Schau mal, dass der Mutter trifft. Ja. Das hoffe ich jedenfalls. Mal ein bisschen Analyse betreiben an den Dingern. Immun gegen Gift, Stumm, Schlaf. Das sind die anderen beiden. Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, man kann sogar umblättern. Fähigkeiten, Zauberbann und Stachelfalle. Okay. Verwende Magieattacken, um seine Schockleiste schnell zu füllen. Physische Attacken füllen sie nur langsam. Ah! Kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber jetzt sind sie ja für alle sichtbar. Ich weiß das. Oh nein! Oh oh. Nicht schon wieder. Ist noch ein Weg? Ja, hier lang. Wir müssen uns beeilen und zum siebten Himmel. Hier also auch. Oh Mann. Die versuchen uns aufzuhalten. Ja. Hier lang. Das muss ein Albtraum sein. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Alles klar. Oh, oh. Die Verteidigung des nihilistischen Wesens ist geschwächt worden. Ja. Was macht es jetzt? Nochmal. Und nochmal geschwächt. Das nihilistische Wesen, das ist nochmal ein anderes. Und der Schock, jawohl. Moment, Feuer, ich versuche mal jetzt auch Eis. Na, Feuer ist nicht, Eis ist nicht ganz so gut. Nochmal geschwächt worden. Limit, wie du denn auch nicht. Wir müssen dieses nihilistische Wesen erledigen. Dann verschwinden auch die anderen. Was denn jetzt? Jesse! Bist du verletzt? Ich schusse. Vorsichtig.